Alle guten Dinge sind drei, so auch bei der Sega-Serie des SC Tegeler Forst. Am letzten Oktoberwochenende lud der Sportverein aus dem Norden zum dritten Lauf der Sega-Serie ein. Dieser hatte es auch dieses Mal extrem in sich. Es war halt ein bisschen länger als die Läufe davor und dadurch, dass es eben einfach ein bisschen feucht war, noch ein bisschen anspruchsvoller, aber das macht es natürlich auch aus und der hat sehr viel Spaß gemacht. Die Bedingungen, Nieselregen, Pfützen, matschiger, kraftaufreibende Anstiege sowie feuchter Untergrund. Für Spitzenläufer und Freizeitläufer war diese Kombination nicht sehr einfach. Dennoch bewältigten sie die anspruchsvolle 3,75 Kilometer, 11,25 Kilometer, 15 oder 18,75 Kilometer Strecke mit großer Bravour. Sind schon Stellen bei, wo ich gesehen habe, dass nicht nur ich als Hobbyläufer vom Traben über das Gehen ins Wandern verfallen. Der SC Tegeler Forst und die LG Nord hatten gleich doppelten Grund zur Freude. Einerseits nahmen gut 240 wetter- und wasserfeste Crossläuferinnen und Läufer teil. Somit ein neuer Teilnehmerrekord in diesem Jahr. Andererseits gingen auch die Zwillinge Deborah und Rabea Schöneborn an den Start, die vor zwei Wochen mit dem deutschen Team bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille gewann. Selbst für die Leistungssportlerin war der Lauf der Sega-Serie nicht so leicht zu meistern. Also war auf jeden Fall die größte Herausforderung, würde ich sagen, dass wir mal ein bisschen Berge und über die Wurzeln, da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Wir hatten noch ein bisschen Angst im Vorhinein, dass es doch matschig wird und dann wird es auf den Wurzeln immer so, da sind wir eher schissig unterwegs. Ja. Die tolle Organisation und das Engagement des SC Tegeler Forst und der LG Nord klappte nahezu perfekt und machte bei allen Läuferinnen und Läufern schon wieder Lust auf die Sega-Serie im kommenden Jahr, wenn es wieder heißt, alle guten Dinge sind drei.